Ich bin Steffi und das ist natürlich Sami Slimani. Ihr seid ja auch auf seinem Kanal. Und heute gibt's die Russian Candy Challenge. Nachdem unsere Asian Candy Challenge wieder so bombastisch bei euch angekommen ist. Genauso wie die American Candy Challenge. Haben wir gedacht, es wird Zeit, dass wir einfach mal ein bisschen schneller zusammenkommen und das ganze Video drehen. Also meine Eltern kommen aus Russland und ich dachte, das ist eine super Idee, Sami so ein bisschen die Köstlichkeiten und noch die etwas unleckeren Dinge einfach mal zu zeigen und mal gucken, wie er reagiert. Hier sehen jetzt super viele Sachen. Wir waren jetzt gerade in einem russischen Markt und ich hatte keine Ahnung, was draufsteht, aber das sieht alles sehr bunt aus, sehr cool und lasst uns unbedingt wissen, welches Land wir als nächstes probieren sollen. Ist das Tunesien, vielleicht noch Frankreich? Tunesien ist oder, cool. Oder. Es gibt nämlich so richtig coole Sachen und wir wünschen euch einfach super viel Spaß. Wenn ihr das nächste Video ganz bald sehen wollt, hinterlasst uns unbedingt einen Daumen hoch und viel Spaß beim Video. Yay! Ich will aussuchen. Okay, dann fang du mal an. Oh, das sind jetzt so viele Sachen, dass ich keine Ahnung habe, was ich nehmen soll. Okay, ich glaube, ich nehme das hier. Ich glaube, das ist wie so ein Eis. Was steht hier drauf? Okay, soll ich mal vorlesen? Also, hier ist so ein Pinocchio drauf. Ich weiß nicht wieso. Aber da steht Glasuremny Tvarajok Varome Sgushonki. Das heißt also so. Kennst du diese Kondensmilch, diese gezuckerte Kondensmilch? Ja. Die ist da drin. Mmh, oh mein Gott, schon gut. Okay. Mmh. Mit Milchmädchen. Mmh, schmeckt so nach Quark. Ist so cremig. Mmh. Hm? Ich liebe russische Süßigkeiten. Das ist weniger, alles besser. Das schmeckt mir besser. Mmh. Also mein absoluter Favorite war jetzt das eine mit dem Milchmädchen. Also das würde ich auch gerne. Das schmeckt so gut. Warte, ich zeig euch nochmal. Und das mit dem Mohn. Weiß nicht so mein. Das müsst ihr euch auf jeden Fall gönnen. Das schmeckt so, so gut. Jetzt muss ich dir was zeigen. In Deutschland haben wir so Nutella und so. Und in Russland haben wir jetzt so ein bisschen alternativer. Versuch mal dazu vorzulesen. Oh Gott, verurteilt mich nicht bitte. Machno Chnibo Ho. Also, das heißt Schokoladen, naja, Masla. Okay, das ist jetzt so eine Art Schokobutter. Genau, Schokobutter. Oh, geil. Dass man sich so richtig auf weißes Brot schmieren soll. Ew, wie das aussieht. Wie Butter, die mit Schokolade angereichert ist. Kann man auch selbst machen. Mhm. Wenn ihr mal russische Schokobutter findet. It's very delicious. So, Sammy, such dir was aus. Alles gehört dir. Ich habe jetzt Bock, etwas anderes auszuprobieren. Das hier Chvrost. Es gibt in Tunesien so etwas, das nennt sich Wudnil Ghadi. Und genauso sieht's aus. Wird es in Öl gemacht? In Öl gemacht? Weiß ich nicht. Aber. Eins, zwei. Habe ich auch noch nie gegessen, ja? Voll lecker. Das ist genau das Identische, falls ihr jemals in Tunesien gewesen seid. Richtig, richtig lecker. Lecker. Me like it. Me too. Also, Russland enttäuscht mich bis jetzt nicht. Wir haben noch so viele Sachen. Aber jetzt sein Steffi dran. Jetzt zeigen Steffi, was gut ist. Dann zeige mal. Aber warte mal. Willst du jetzt was sehr, sehr Leckeres? Ich hätte Bock auf was Salziges, weil es was ist Salziges so hast du los? Oh, mein guter Freund, da habe ich was Gutes für dich. Was sein das? Jeder fragt, oh mein Gott, was sein das? Das ist. Das sind Wassermelone. In was? Salzwasser. Eingelegt in Salz. Oh Gott, können wir nicht lieber mit süßen Sachen weitermachen? Also, die Russen, muss ich sagen, die lieben alles eingelegt, salzig, alles. Ich habe das auch noch nie gegessen, weil meine Familie steht da. Ui. Ew. Wie vergammelte Wassermelone. Ew. Ew. Das war das ekligste, was ich je gegessen habe. Es gibt also wirklich viele Russen, die darauf super stehen, als,
als festes Mal zum Fleisch. Okay, oder zum Fleisch kann ich es mir vorstellen. Ganz ehrlich, wenn du etwas würzen willst, das schmeckt wie Meerwasser. Egal, jetzt machen wir ja mit was Leckerem. Ich will mit dem hier weitermachen. Das hier sieht Kukurumi Balatschki! Das sieht aus wie ein kleiner süßer Hase und sieht aus wie. So lecker, ich liebe das. Als Kind habe ich davon immer so Tonnen gegessen, aber wirklich Tonnen. Wie sind die süß? Ich dachte, die wären salzige Chips. Oh. Ja. Also das ernst? Mhm. Ich mag so gut. Aber aus was anderem? Aus Mais. Das ist ein Popcorn, so eine Art. Also die schmecken mir ganz gut. Mhm. Sind sehr gezuckert, aber. Schmeckt sehr gut, wirklich. Haben wir irgendwas Salziges gekauft? Was macht das Stück? Das habe ich noch nie gegessen. Schwarzbrötchen-Croutons steht hier irgendwie auf Deutsch, aber hier steht Lachskaviar drauf. Richtige Brotstückchen. Das schmeckt lecker. Kaviar. Ich liebe Kaviar. Bah, nee. Schmeckt mal gut. Es schmeckt genauso wie Kaviar schmeckt. Magst du kein Kaviar? Nee. Sorry. Und jetzt mein zweites. Und ich muss sagen, das habe ich selbst noch gar nicht gegessen. Wir haben überwiegend Dinge genommen, die ihr auch nicht kennt. Zephyr. Zephyr. Es sieht so künstlich aus. Aber es sieht geil aus. Nein, es sieht mega gut aus. Sieht aus wie riesige Macarons. Irgendwas verraten, was hast du gekotzt? Und wieso sind die so weich? So fluffy. So scrunch. Oh, die sind so aneinander geklebt. Geil. Da. Mmh. Da. Mehr. Ich hab mehr gegessen. Kann ich nicht machen. Da kann der Fahnen mal weg. Ich bin so eklig. Sorry, nee. Ich nehme jetzt die hier. Bunt, das ist dein Bunt. Die sehen aber aus wie diese Osterbonbons aus Deutschland. Osterbonbons? Mhm. Ich weiß ganz genau, meine Eltern haben viele Reste, die sie aufessen können. Also cheers. Cheers. Oh, das ist richtig süß. Ja, genau, die schmecken wie die deutschen Osterbonbons. Kennst du diese, die so zuckermäßig sind? Als würde man auf Zucker rumkauen. Mhm. Aber kann man machen. Lass es erstmal ein bisschen schmelzen, das schmeckt. Wenn man richtig Bock auf Zucker hat und Zuckerschock haben, ja, genau, kann man die gerne essen. Aber sie schmecken jetzt nicht scheiße. Meine Mom meinte unbedingt, wir brauchen unbedingt Gematogen. Gematogen. Da ist eine Zutat drin, die nennt sich Albumin. Und ich glaube, das ist irgendwie irgendwas für die roten Blutkörperchen. Genau, also meine Mom hat gesagt, das haben die früher mal gegessen, wenn die zu wenig rote Blutkörperchen hatten. Lecker. Also wenn es wirklich gesund ist, dann ist es lecker. Lecker. Als Kind hätte ich das freiwillig gegessen. Also geh mal zu Gern und da ist so ein Zwerg drauf. Mit einer süßen roten Nase. Ist ja gut. Ich habe was auf dich wartet. Das heißt Halva. Jetzt nicht. Lass dich einfach beschreiben. Russische Halva. Genau. Oder die türkische. Eigentlich was Russisches. Nicht mal rein. Ich mag das voll. Ja. Hörst du meine Blase im Hals? Ich habe zu viel Bonbons gegessen. Hallo Leute! Du hast voll auf Blase. Ich hab auch. Also es ist Zeit für. Ich liebe Halva. Das schmeckt aber tatsächlich ganz anders als die türkische. Das schmeckt richtig gut. Und bitte lasst in den Kommentaren keinen Streit ausbrechen, wer die Halva jetzt zuerst anlacht. Your Russian Mama gives something special for you. My Russian Mama? I'm your Russian Mama. Oh, and I'm your daddy. Wir werden jetzt... Schonlingen! Wir werden jetzt diese zwei Limonaden ausprobieren. Das ist zum einen Tajun. Und das ist Quas. Und laut James Martin ist das ganz gesund, obwohl das nicht so gesund aussieht. Es sieht so gesund aus. Also ich weiß nicht, aber mein Papa hat auch gesagt, das ist gesund. Ich glaube, das wurde ihnen in der Kindheit gesagt. Dabei, soll ich mal vorlesen, was da so drin ist?
bitte nicht. So, ein Hoch auf euch und ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Auch viele weitere Candy Challenges mit anderen fremden Ländern. Ich hätte so Bock mal so. Ich habe immer so einen Zuckerschock, mir geht's immer so richtig schlecht nach solchen Tanken. Und die Reste. Wir essen nur sie beide. Ja, die Reste essen wir auch. Am Abend. Dann liegen wir so im Bett, oh, eigentlich waren die Potato Chips doch ganz gut. Und dann essen wir das und am nächsten Tag merken wir so, oh Gott. Ja. Aber morgen machen wir Sport, also cheers. Cheers. Oh nee, das mag ich gar nicht. Das mag ich gar nicht. Fand ich viel besser. Das finde ich viel zu süß. Das finde ich viel zu bäh. Das schmeckt so nach Malz. Mhm. Und das ist so Root Beer. Limonade. Tarkum. Hä? So Leute, das war's auch schon mit der Russian Candy Challenge. Ich habe jetzt einen Zuckerschock innerlich erlebt. Wir hoffen, ihr hattet super viel Spaß bei unserem Taste-Testing von russischen Süßigkeiten. Also ich finde dein Land richtig toll. Schreibt uns gerne jetzt weitere Länder in die Kommentare und gebt dem Video einfach einen Daumen hoch und ein tolles Feedback. Dann treffen wir uns einfach viel eher und machen... Was weiß ich. Ich hätte mal so richtig Bock auf irgend so ein Land, wo man sonst nicht mit Süßigkeiten rechnen würde. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen. Tschüss. Leute, das ist mein Bruder. Hey. Hallo. Ich hab bei mir geklingelt. Das ist eklig. Beste zum Bier. Ey, guck mal, bei dir schmeckt auch alles so. Steffis Bruder bringt uns jetzt Schabko-Schanke. Hey, dobre день. Ой, мороз, мороз. Не, мороз меня. Ding. Добрый день. Ey. Können wir so weiterkommen, so.